Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt das sehnsüchtig erwartende Auflösungsvideo zu meinem Giveaway von der ABB Hyperbeast. Da wollte ich mich auch gleich mal bedanken für die ganzen Kommentare, weil es sind ja nicht gerade wenig. 544 Stück. Ist nice, genauso habe ich mir das irgendwie auch vorgestellt. Ja, wie gesagt, der was halt mehr Kommentare hinterlässt unter dem Video hat auch eine höhere Gewinnchance. Dann lasse ich da gleich mal die Kommentare reinladen. Ich mache das auf derselben Website wie beim letzten Giveaway. Aber das könnte jetzt ein wenig dauern. Machen wir das so. Egal, ich zeige euch halt dabei mal die AWB Hyperbeast nochmal. Für die, was sie noch nicht gesehen haben, aber wer halt mein letztes Video geguckt hat und daran teilgenommen hat, hat die AWB natürlich auch gesehen. Da ist das gute Stück in Field Tested. Ist glaube ich, liegt momentan der Preis bei 17 Euro oder so. Also nicht gerade einer von den billigen Scans, ne? Kommentare sind auch geladen, dann lasse ich hier auch gleich mal den Gewinner ziehen. An alle, die was jetzt nicht gewonnen, also was nicht gewinnen werden, weil es kann ja nur einer gewinnen, aber für die was nicht gewinnen, sage ich jetzt gleich im Voraus, seid nicht traurig. Ich habe für die Weihnachtszeit schon, sagen wir mal, Special Giveaway geplant oder Giveaways. So, der Gewinner von der ABB Hyperbeast in Field Tested ist Willi Schuld. Dein Ernst? Hast du nicht gerade... Nee. Warte mal, bist du nicht der Boy, was auch eins von den zwei AKs gewonnen hat? Bei dem Redline Giveaway letztens? Gleiche Taktik wie letztes Mal. Okay, ja, kann sogar sein. Also, ja, viel Glück. Also, viel Glück. Gratulation an dich. Ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt einer von den drei oder vier, die was der fast täglich Kommentare runtergespammt haben, diese AWP gewinnen werden. Aber ja, ist halt auch Glück. Ey, wer ladet mich jetzt ein? Also Willi, du hast diese AWP Hyperbeast gewonnen. Bin ja wenigstens froh, dass es einer von den treuen Abonnenten ist, nicht einer von denen, die jetzt mal nur reingesappt haben, damit sie eventuell abcashen. So, dann haben wir das eigentlich auch gefinished. So, jetzt hatte ich gerade kurz Brainwave gehabt. Weil ich habe mit irgendwas zusammengeschrieben, dass ich ja nichts vergesse zu sagen. Wegen dem nächsten Giveaway, was ich da schon in Planung habe. Hey, jetzt chill mal. Wegen dem nächsten Giveaway, was ich da jetzt in Planung habe. Für die Weihnachtszeit, das ist so... Ich will ja gar nicht so viel spoilern. Ja, belassen wir einfach. Wir haben Giveaway in Planung für die Weihnachtszeit. Fertig. Also ich sag in zwei Wochen oder wann so Ende November kommt dann genauere Informationen dazu. Ansonsten hoffe ich euch, dass das Giveaway und auch das Video hier auch selber gefallen hat. Ich würde mich natürlich selber auch über einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht die, was jetzt doch nicht gesubbt haben und jetzt nur zufällig auf das Video stoßen, subbt rein, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Giveaway. Und ansonsten war es das dann auch gleich. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.